An welchem ungewöhnlichen Ort hattet ihr Sex? Auch die Frage an euch, wo und wann? Bei mir war es, als mich meine Freundin abgeholt hat am Bahnhof. Wir sind nach Hause gefahren, hierhin. Wir haben es nicht geschafft bis hier Hause. Wir sind einen Feldweg runter, direkt geparkt, auf dem Landstraße, auf dem Weg. Absolut. Kamen noch Fahrräder vorbei. Scheißegal. So war es bei uns. Am Auto stand sie noch so dran. So stand sie am Auto dran. Und ab. Und es war noch so Dämmerung. Ah, ist noch nicht so lange her. Ich werde hier nichts mehr Privates erzählen über unser Sexualleben. Hört auf damit. Ich bin Marc Eggers und ich liebe die Straßenumfragen. Was soll ich dazu sagen? Also, gemütlicher geht's ja nicht. Oder legen die schon los? Passend zum heutigen Thema. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie man unschwer erkennen kann. Wir befinden uns hier gerade auf dem Perucaville Festival 2022. Ich habe mir gedacht, ich frage die ganzen Festival-Leute mal hier, was war denn euer ungewöhnlichster Ort, an dem ihr Sex hattet? Festival Edition. Also du hältst gut durch auf jeden Fall. Ja, dafür bin ich ja auch gemacht, glaube ich. Dafür bist du gemacht, dafür sind wir Männer gemacht. Du lässt es dir gut gehen, ne? Ja. Wippt nochmal so, wie ihr das gerade... Ja, genau. Das ist der Vipparino. Hi. Na, wer bist du? Ich bin Shani, wir haben uns gestern schon gesehen. Ja? Ja. Haben wir gemacht? Einige schreiben rein, niemals echt. Ich sag ja, das sind echte Euter, wie man sie kennt, von einer schönen deutschen Milchkuh. Also, wie man, ihr wisst schon, was ich meine. Wenn du zum Bauern gehst, die sind ja auch alle echt. Die sind prall, da wird unten schön ratz, 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 ratz. Natürlich. 100 Pro. Satai Musik, vielen Dank für 5 Gigabyte. Wer sagt, ja, echt, 1. Wer sagt, aber, 2. Da wurde irgendwas reingepumpt, reingeballert. Aber es interessiert mich aber auch gar nicht. Ich halte wegen euch an, weil ihr schreibt niemals echt. Deswegen habe ich Angst. Persönlich interessiert mich es nicht. Ah, genau. Das ist der Vipparino. Hi. Na, wer bist du? Ich bin Shani. Wir haben uns gestern schon gesehen. Ja? Ja. Haben wir gemacht? Wir haben gedacht, wir machen uns ein E hier unten hin. Und also, ihr wollt euch von mir tätowieren? Ja, Eggers wegen Eggers. Er macht ein E und er macht ein EL und ich mache ein EO. Hä? Wie schnell ist deine Brille? Tatsächlich nicht so schnell, ne? Die ist so aus dem Penny. Ja, ja. Man muss es auch tragen können. Ich mit meinem dicken Wasserkopf, ne? Du kennst aber Ramsi und Toni und so. Ja, kenn ich. Ja. Cool. Kennst du die denn? Oh. Dann sind wir passend beim Thema. Ungewöhnlichster Ort, an dem du es mal hattest? Kein Kommentar. Ramsi fragen, ne? Okay. Krassester Ort, an dem du Sex hattest? Tatsächlich gestern hier. Ja? Ja. Wo war's? Beim Desert Valley irgendwo. Ne. Hier auf dem... Der hat die Mainstage eröffnet. Da vorne, ne? Da ist ja der eine Container. Ja, ja, ja. Der eine Container. Den Kollegen auch 5 Stunden nicht gesehen gestern. Hast du 5 Stunden am Ballern? War schon schnell, ja. Weil er Einmacher ist. Ungewöhnlichster Ort, Shani, an dem du Sex hattest? Im Wald. Wald? Ja. Unterm Baum? Ja. Nicht so ungewöhnlich, oder? Ja, geht, ne? Gibt ungewöhnlichere, glaube ich. Wie ist es entstanden? Bei so einem Waldspaziergang oder wie? Genau. Ja, weiß man nicht. Ist Schwanz oder Stock im Arsch dann, ne? Im Wald. Bitte? Er sagt, das wird... Alter, aber der andere, da hält im Container. Was ist der Container? Chat, was ist der Container? Das Dixie-Klo. Sieh den Kopf so halb drin, Alter. Die ganze Gülle steht hier schon bis hier. Das ganze Ding wackelt. Leichte Tropfen spritzen nach oben. Ist egal. Ist Perucaville. Ja! Was ist der Container? Was soll der Container sein? So ungewöhnlichster Ort bei dir? Swimmingpool. Swimmingpool? Ja. Was für ein Swimmingpool? Wo war das? Im Hotel? Bei mir zu Hause. Der Feine. Ja, nie wieder im Wasser, sag ich euch ganz ehrlich. Wer von euch hatte schon mal im Wasser? Da denkst du permanent, das Ding schubbelt so rein. Raus. Kennst du das? Wirklich, das ist, wie, mit was kannst du das vergleichen? Wirklich, der geht nicht, du machst immer, und dann geht der so langsam und dann geht der wieder so ganz schwer. Im Wasser ist voll geil, ach komm nicht daran, dass du keine Ahnung hast vom GV. Das ist wie Schmirgelpapier. Die Frau verliert den ganzen Saft im Chlorwasser. Es ist wirklich Bullshit, es stimmt nicht. Bitte Thema wechseln. Svenny, du siehst doch, um was hier in dem Video geht. Das wird sich die nächsten 8 Minuten nicht ändern. Im Pool von den Eltern mal kurz. Ja. Wo waren die? Die waren im Urlaub. Und ich hast nicht reingespritzt in den Pool? Ja, nee, wurde ordnungsgemäß erledigt. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest? Im Krankenhaus, in der Psychiatrie. Ich hab's in deinen Augen gesehen, in dir schlummert was. Du hast eine Ausstrahlung, da werd selbst ich nervös. Ich bin offen. Für? Alles. Offen für alles bin ich auch. Das ist mal gut. Also darauf kommt es an, ne? Ob man eng ist. Bist du Single? Jo. Bruder, Alter. Wer jetzt ganz ehrlich war, wer denkt da gleich, da muss ein Ring am Finger, ist meine. Ganz ehrlich.
Und dann frag ich mich, und da ist meine Frau, ist dann wegen solchen Frauen eifersüchtig, bei dem wir doch alle sagen, die wird uns doch niemals ins Bett kommen vielleicht, aber die wird doch niemals, würden wir doch die von, da, komm mit mir. Da, 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 da. Papa, das ist sie, die Neue ist die Larissa. Mama ist die Larissa. Komm. Nee, aber ey, weil du bei der doch nie sicher bist, was die morgen macht. Das wäre doch ganz, also kein, also ich nicht. Nie. Auf den Tuning-Felgen von meinem Bruder. Da kommt Bett, ne? Wir legen uns die Felgen hin. Komplett hingelegt, komplett weg. Bitte? So, gar kein Problem. Na, wer bist du denn? Chiara. Naja. Sag über Revi sagen. Ja, sag das über Revi. Revi, mein Junge. Wo ist Clash mit Unge? Wo ist das? Wo ist das? Das ist nämlich mein Schätzelein. Ich kenne deine Videos. In einem Park. In einem Park? Ja, war jetzt. Ist war nicht, ne? Exklusiv. Also der Typ war einfach nicht gut. Nee, war ja nicht. Ich habe das Gefühl, der Typ war einfach ein parkiger Typ. Hat da im Park sein Ding bei dir drinnen geparkt. Ja, er wusste, wie es parken geht. Ja, er konnte gut rückwärts einparken. Vorwärts. Wann wird Marc Eggers endlich Take-Me-Out-Moderator? Jan Köppen, du weißt, ich liebe dich, aber es gibt einen, der muss da stehen. Weißt du, wenn der Nächste reinkommt, wie heißt du? Enrico. Mit so einer dunklen Sonnenbrille, oberkörperfrei, die Nippel bemalt. Ich bin Enrico, ich klatsch mal schnell ein mit 40 Frauen. Tak, 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 tak. Wirklich, da ist Marc Eggers der Richtige, wenn er hingeht. Na Katja, warum hast du jetzt gebuzzert? Ah, ja. Das ist, also ganz ehrlich, in einem Dating-Format sind immer Männer, die einigermaßen gut aussehen, die bei der sich die Frauen wohlfühlen, wenn sie deren Klang erhören. Das ist bei denen allen so, bei mir bestimmt nicht. Ich, bei mir sind die Frauen so, guckst du wieder für den Scheiß, Harald? So sind die Frauen bei mir. Mach den Scheiß leiser! So sind die bei mir. Das wisst ihr selber. Jetzt wird's kompliziert auch mittlerweile, ne? Nee. Ja, mal gucken, was hier noch so geht, ne? Oh, ach, du bist auf Versuche. Nicht, ne? Mein Kameramann, Carsten, noch Single? Ja, okay, alles klar. War ein Hübscher, ne? Gucken wir an. Sieht gut aus. Den Hässlichen haben sie vor die Kamera gestellt und der Hübsche ist hinter der Kamera. Eigentlich müssten wir tauschen. Ja, hast recht. Nee, aber ich hoffe, du findest heute nochmal. Der stellt auch nochmal, was Carsten wirklich an Samira rumgebaggert hat. Bei der Talentshow-Finale. Carsten, das wollen wir nicht vergessen. Habt ihr ja eigentlich mitgekriegt. Ihr seht ja den Carsten immer nie. Was hat der rumgegraben? Und am Ende, Carsten, und sind die Mädchen doch so lieb? Handbetrieb bleibt Handbetrieb. Ne? Naja. Was glaubst du, ist der ungewöhnlichste Ort, wo sie mal Sex hatte? Weiß. Im Feld. Feld, Maisfeld, bei deiner Freundin? Strand. Strand. Was ein Supporter, was ein Supporter. Macher, Macher. Charmeur. Wie Elevate sagt. Ja, genau, wie Inge Elias, hast du nicht gesehen. Blend mich ruhig ein. Ich kann nochmal sagen, dass Elevate verlinkt ist, unten in der Infobox. Elevate ist verlinkt, unten in der Infobox. 20% auf die Summer Collection, Love Hurts. Oh, gibt keins. Habe ich auch bekommen, die T-Shirts, ne? Dachte ich, Alter, was ist das für ein Spruch? Ich habe die T-Shirts gekriegt, vielen lieben Dank. Love Hurts. Lauf ich rum. Liebe tut weh. Ist das scheiße. Alter, schreib doch was anderes drauf. Schreib Maker drauf, Macher. Maker. Love Hurts. Beim Eggers passt in das Ding. T-Shirts aber gut. Meine Frau gleich gesagt morgens, was ziehst denn du an? Ist irgendwas? Weiß ich noch, ich zieh das T-Shirt an, komm raus. Ist was? Sag ich, was? Das ist nix! Sag mal, das hab ich geschenkt gekriegt. Hab ich geschickt gekriegt. Machen die sich Sorgen um dich? Weißt du die Nummer? Ich ruf mal nochmal an. Gucken wir mal. Die muss ja jetzt im Bett sein, ne? Oh, ist ein anderer drauf. Dann soll sie wenigstens vorher fragen. Hallo Schatz, lebst du noch? Zwei Haken. WhatsApp, ja, jetzt werde ich zum Detektiv. Kennst du das? Jetzt muss man mal gucken. Ne? Jetzt check ich mal die Insta-Story und guck mal, mit wem die folgt und dann versuche ich die Verknüpfung zu finden. So denken Frauen. Ich denke, gucken, wann sie anruft. Ruhe. Was hast du hier verloren? Ja, das frage ich mich auch. Das ist eine berechtigte Frage. Du siehst eher seriös aus eigentlich. Da bin ich ja auch. Ja? Ich bin der ganz Liebe hier. Ich bin der eine, von dem alle reden, der so lieb ist. Ja, ach, der bist du. Ja, ja. Und der nachher ins Seniorenheim geht zum Schlafen und so. Ja, ist ja, 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 ja. Wir haben ein bisschen was gemeinsam. Beide nichts gerissen im Leben und geiern hier den 20-Jährigen hinterher. Du ja. Auch. Ungewöhnlichste Orte, an denen ihr Sex hattet. Park. So Busch, irgendwie so Wald. Busch? Park. 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 Ja, super. Therme. Therme. Also man findet aber auch keine mehr, die sagt, überhaupt noch nicht. Warum eigentlich nicht? Dass mal eine sagt, noch gar nicht. Doch auch mal sein irgendwie, ne, oder? Ich fänd's sympathisch, wenn jetzt mal eine sagt, noch gar nicht. Wie alt bist du? 44. Ja, ist halt. War noch nicht so weit. Ich war noch nicht, der Richtige dabei. Würde ich richtig geil feiern. War alle immer, ja klar, da und da, da und da. Das wäre einfach mal nice, oder? Was glaubst du? Oh, Bruder.
First Mac schreibt, die geht ungeöffnet zurück. Wohin? Ich habe zuerst gesehen, die geht ungeöffnet in den Sack, Alter. Was schreibt ihr denn für Zeug? Ihr denn bei mir? Ich glaube, du hast gar nicht so viel Sex, wie du tust. Ich tue ja gar nicht so. Also, wer denkt denn, dass ich viel Sex habe? Ich glaube, das denkt keiner da draußen. Was denkst du? Wo hatte ich's? Auf dem Riesenrad. Auf dem Riesenrad? Auf einer Kirmes oder so. Achterbahn? Ich scheiß mir doch in die Hose bei der Achterbahn. Wie soll der denn oben hochgehen? Okay, Riesenrad, Achterbahn. Oder so nicht. Harte Zeiten erfordern. Ey, du bist aber ganz schön auf Krawall gebürstet heute, ne? Willst du mir unterstellen, dass ich keinen Hoch mehr bekomme, weil ich so alt bin, ne? Ja. Wenn man wie ich am Arsch bin, Digga. Ohne Scheiß, jetzt wisst ihr schon. Jo, das sagt er nur. Oha. Ey, guck, jetzt aber auch mal. Ich mach nix und werd hier angedanced. Kann man das mal einmal mit reinschneiden? Ich will ja hier gar nicht tanzen. Nee? Der ist es nicht. Doch, nee. Oh, ich bin es. Okay. Jetzt hast du die Sekunden gehabt. Ja. Endlich. Bis später. Bis später. Alle Farben hier am Start. Einer der geilsten DJs. Gestern hat der so unfassbar hier abgerissen. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest, mein Lieber. Oh, wow. Auf jeden Fall. Wow, Junge, der wird viel erlebt haben, oder? Jungs, was wird der alles erlebt haben? Puh, Samira wieder Single, wenn sie ihren Freund hier wieder so rumtanzen sieht beim Mikrofon, ne? Samira direkt, mit dem mache ich wieder Schluss, mit dem Marc. Was hat mir der Knossi, alles wegen Knossi. Alles wegen dir, Jens, hast du mir den auf den Bauch gebunden. Mit dem mache ich wieder Schluss. Ich halte mich raus aus den Beziehungen anderer, ne? Das ist mir, ich freue mich immer, wenn sich Leute finden, solange es nicht meine ist, dann ist es vollkommen okay. Ich bin da voll dabei, ne? Ich mache das gerne. Ich freue mich echt, wenn Leute sich, es gab es auch hier im Chat schon, wer ist durch mich zur Liebe seines Lebens gekommen? Und da werdet ihr viele Einsätze sehen. Wer ist, hat die Liebe seines Lebens gefunden durch mich? Vielleicht aber auch, weil ich einfach nur in einem Gespräch, weil ihr gesagt habt, oh, Knossi, und sie, ja, der. Und dann du, ja, immer nur den. Und sie, ja, würde ich gerne mit dir zusammenschauen. Nur noch Knossi, alle VODs. Na gut, dann nicht. Dann bleibt er halt allein. Auf jeden Fall auf dem Dach so, das ist nicht schlecht. Ja. Aber ich glaube, ich habe nicht so viele ungewöhnliche Orte gehabt. Aber ich glaube, Dach ist immer ganz gut. Ist gefährlich, muss man aufpassen. Nee, aber dich sieht ja keiner, aber man sieht alle. Ich weiß, aber aufpassen, dass du nicht runterfällst. Oder ja, sie. Das stimmt. Du hast ja recht. Hast du irgendwas Neues am Start, was wir verlinken können? Heute sind wir in Gönnerlaune. Packen wir rein. Oh, ihr seid in Gönnerlaune. Na, auf jeden Fall. Ich habe gerade... Ihr seid zwei Vögel, nicht? Ja, wir sind zwei Paradiesvögel. Ja. Aber ihr fliegt nicht gleich. Nein. Komm, zwitscher mich an. Der erste Vogel, bei dem viele sagen würden, wenn der mir auf den Kopf kackt, sag's mir vorher, ich mache den Mund auf. Ja, aber ihr seht bezaubernd aus. Dankeschön. Hübsch seid ihr. Dankeschön. Meint ihr, ihr schafft es, den Weg dahin? Ja, ich weiß nicht. Begleitest du mich? Komm, ich begleite euch. Komm, wir gehen zusammen. Gerade einen Remix rausgebracht, gestern. Gestern? Den könnt ihr gerne reinnehmen. Ist unten verlinkt in der Infobox. Und ich sehe schon die Nachricht, du hast mich nicht verlinkt, du Arsch. Nein, ich verlinke es. Ich weiß gar nicht, worum es geht. Im Parkplatz. Wir sagen Parkplatz. Jo. Okay. Hallo. Ein Foto, hallo. Marc Eggers. Hallo. Ran an die Banane, das sagst du doch immer. Ungewöhnlichster Ort, an dem du Sex hattest? Mallorca. Kennt es. Am Autoscooter, also hinterm Autoscooter. Hinterm Autoscooter? Ja. Nein, aber ich komme aus dem Ruhrgebiet, ne? Ja, und wer ist das, der hinterm Auto Scooter, der einzige Mensch, der hinterm Autoscooter knallen darf, wer ist das? Der Mann, der den Fuchswanz-Chip hat und alle Boxautos im Stehen wieder zurücklenkt. Der coolste von allen auf dem Jahrmarkt, der das Ding reinsteckt, hilft, in die Bresche springt, wenn du mal irgendwie nicht weiter weißt, der kommt und sagt, kein Problem. Das ist der Einzige, der alles wegrattern darf. Was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wart ihr nicht so, dass ihr oft das Schild gesehen habt? Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Oh, und dachtet so, boah, Bruder, wenn meine Mutter mir das erlauben würde, ich wäre dabei. Sagt mal ganz ehrlich, das war von mir auch lange Zeit ein Berufswunsch. Ich habe das den junger Mann zum Mitreisen gesucht. Levi und Söhne. Weiß ich noch, weil viele bei uns, die Jahrmarkt hießen immer Levi. Bei uns hießen immer Levi. Das war eine ganze riesengroße Familie. Der eine hat das Breakdance, der andere dies. Boah, das ist also wirklich schade, dass ich das leider in meinem Leben ausgelassen habe. Das ist sehr, sehr, sehr schade. Da ist halt eben ganz viel Kirmes, ne? Hast du die eingeladen, sagst, Mäuschen, schön mal eine Runde Autoscooter. Du bist einer, der auch rückwärts fahren kann. Doppelt drehen, dann nach hinten gucken, ich kenne das. Ich bin nicht so einer wie du, so, weißt du, so der Schwiegermutter-Typ, ne? Sondern ich bin so eher der... Seriös, Schwiegermutters Liebling, Marc Eggers. Keine unangenehmen Fragen. Ich bin eher so der Montana Black, weißt du. Kennst ja noch. Rülpsen, furzen,
Und so ein Fortnite, Digga. Centerpark. Danke, Elias. Kein Problem. Die riesengroßen kleinen Ferien, ne? Centerpark. Ja, ja. Für groß machen, und klein, der Spaß. Ja, ja, sowieso. Ja. Und bei dir? Bei mir, ich hab da nicht... Oh, sorry. Jetzt will ich mal von euch wissen, ganz ehrlich. Wo? Jetzt möchte ich mal ehrlich von euch wissen. Im Bus? In der S-Bahn? Im Vereins... Ey, okay, ich hab eine Geschichte, die kann man hier nicht erzählen. Ich hab mal tatsächlich Sex gehabt in einem Mädchenheim. Wirklich wahr? Mit Alexander Baumann gemeinsam in Gaggenau im Mädchenheim. Wir haben die Mädels kennengelernt. Wir nehmen euch mit. Auf einmal war ich in so einem Großraumzimmer mit lauter Mädels und die so, das ist mein Bett. Sag ich, was? Was ist mit den anderen? Ja, ich wohne doch hier. Sag ich, ja gut. Und dann wir später da raus, weiß ich noch. Raus, unten noch in der Küche schnell geguckt, was es zum Essen gibt und dann raus. Pferdestall, schreibt jemand. Intensivstation. Bett von meinen und ihren Eltern. Ja, das haben wir ja alle gehabt. Ach, Kinders, das hat ja jeder gehabt. Direkt auf dem Potsdamer Platz. Im Flugzeug, ich sag's euch, ich glaube, ich kann mir nichts Ungemütlicheres vorstellen. Wir machen den Spaß auch immer. Und meine Freundin und ich im Flieger sind. Und komm, guck mal, da vorne ins Klo. Alter, allein, dass man das zu schaffen, dass wir beide da reingehen, ist, ey, keine Ahnung, wie das macht. Und ich glaube, da drin ist gar kein Platz, macht gar keinen Spaß. Frau hat sich gemeldet. Ja, was ist los? Die ist schwer beschäftigt. Ich rufe die jetzt an, Ruhe. In einem Dino-Park unter einem riesen Plastik-Dino? Frau geht nicht mehr dran. Ich bin stinkesauer. Ja, hallo. Ja. Was machst du? Ich baue meinen Schminktisch auf. Boah, wieso? Ich hab dich vermisst, du antwortest gar nicht. Wie, du hast mich vermisst? Ja, ich ruf an, weil ich sag, ihr habt dem Chat gesagt, ich vermisse meine Frau. Ich ruf an, es geht keiner ran. Ach, Schatz, ja, ich mach meinen Schminktisch. Ach, Mann. Aber es ist ja... Einige haben gesagt, du gehst fremd gerade. Sag ich dir ehrlich, wie es ist in der Chatbox. So lange nichts gehört. Oha, so lange nichts gehört, du hast vor 10 Minuten geschrieben. Gut, okay. Aus der Puste ist er auch, schreiben sie. Also jetzt... Ja, weißt du, wie schwer das gerade war, dieses Paket hier hochzutragen? Was? Wow. Hä? Habe ich da Schritte gehört im Hintergrund? Der Fernseher läuft. Duscht da jemand? Was hast du? Duscht da jemand? Wo? Hallo? Hallo? Hab ich da Leute gehört? Ja. Schatz, der Fernseher läuft. Und ich sag dir, genau so wird's dann sein. Und in 3 Jahren, wenn die Leute diesen Clip zeigen, wenn sich, wenn sich Bibi und Julienko trennen. Weil sie einen anderen hat. Ja, okay, du spinnst. Nein, was aber ich sehe die Szenen schon bei TokTik. Bei TokTik? Schatzi, was ist denn jetzt mit dir? Nee, ist gut. Du hilfst mir ja nicht, meinen Schminktisch aufzubauen. In welchem Zimmer bist du? Im Schlafzimmer und Büro. Was hast du denn? Hallo. Love Hurts. Hey? Ja, bis gleich. Tschüss, Liebe. Schatzi, ich will dir nichts sagen, aber wir müssen noch den Kühlschrank eintragen. Ja. Ja, ich komm bald, ciao. Gut, tschüss. Das sind dann die, speichert die Clips ab, wenn mal was ist. Dann könnt ihr auf TikTok viral gehen. Hört auf jetzt mit dem Scheiß. Hört auf jetzt mit dem Scheiß. Ich lasse das ganze Haus sowieso mit Kameras ausstatten, überall. Dass ich überall einloggen kann, wirklich überall gucken, jedes Zimmer Zoom. Ich lasse alles, wirklich, das beste Sicherheitssystem, was es gibt. Ich lasse alles ausstatten, was es gibt. Die waren schon bei mir, die Firma, und hat sich alles angeguckt, wie die Kabel verlegt werden. Ich lasse alles ausstatten. Vollkontrolle. Auch Bart. Ruhe. Mich wollen nicht so viele Frauen. Ich muss immer gucken. Ich mache meistens mit der Hand. Echt? Ja, ja. Ich muss immer mit der Hand. Echt? Ja. Machst du? Ja, ja. Top. Oder mit deiner. Und mit meiner. Ja. Bitte? Ich mach kurz die Abmoderation. Das war's von diesem... Boah, der fehlt mir noch, Alter. Pisst jetzt, Alter, wirklich. Lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert, zu welchem Festival Marc als nächstes fahren soll. Auf Wiedersehen, Dankeschön. Jetzt reicht's, ihr habt genug gedreht, genug gearbeitet. Jetzt wird gesoffen, Junge. Hallo, Setzmi Haarwachs ist original das beste Produkt. Ach, das wolltest du jetzt nochmal sagen. Ja, ich habe einen Kollegen. Denkst du, die Werbung schneiden wir mit rein, deine Eigenwerbung? Ja, hoffentlich. Ein Kollege hat gar keine Haare auf dem Kopf, so Zentimeter, ne? Nimmt immer nur Eggers Haarwachs für den Geruch, ne? Mega geil. Ja, das ist geil, das ist geil. Hat er mir, könnt ihr mir auch mal zuschauen. Weißt du, was das beste Eggers Produkt ist? Habe ich leider noch nie probiert. Sind diese Elektrolyten, die der hat. Für nach dem Saufen, dass du keinen Kater hast. Mega geil, Alter, wirklich. 74.000 Aufrufe. Wunderbar.